Hallo und herzlich willkommen zu diesem relativ spontanen Broadcast von Born Doctors and Monkeys, von dem ich gerade erst erfahren habe und deshalb spontan mich das entschließe, dass ich auch gerade erst angefangen habe. Why not? Kann man doch eigentlich mal machen. In Luther League ist es und Casters bin ich aber allein. Das muss ich auch enden. Ja, mal gucken, um ins Spiel reinzukommen. Mal zu gucken, Bone Doctors haben ein bisschen Push, ein bisschen Pugner. Monkeys haben sehr viel Teamfight. Sehr viel Teamfight. Ist die Enigma, Titanter, Sand. Das könnte spannend werden. Da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Besonders hier Monkeys mit einem Titanter auf der Safe Lane. Also als Support Titanter. Der sich hier ein bisschen basht mit dem Tresor. Aber durch die Arme eigentlich nichts machen wird. Tatsächlich kommt hier Strong to Strong gegen Udaki noch on top raus und regeneriert sich sein ganzes Leben wieder. Reactive Armor ist da doch ein bisschen zu viel, um als Nahkämpfer einfach King hauen zu wollen. Ja, Minigma im Jungle. Der Sand ist halt offlane und der Titan das Support. Extrem greedy von Monkeys. Bin gespannt, wie sich das so ergeben wird. Ja. Midlane ist halt Razor gegen Ember. Das, jo, hat halt so generell vom Matchup her natürlich Points up für Razor, da mit dem Link den Ember relativ schnell aus der Nahkampf-Range halten wird, wie man hier schon sieht. Kommt dann raus, spielt halt hier 21 Damage zu Level 1, aber da das halt jedes Mal machen kann, hat er wahrscheinlich da die Nase oben. Last Hits sieht man Razor 5-2, 4-1, noch nicht so viel ganz, aber der Punkt ist, je mehr Punkte in Kinetic Link rauskommen, desto mehr wird das Ganze auch, da das Denyen einfacher wird und ja, kommt natürlich immer auf die Lane an. Hier in der Situation ist natürlich in den Post zu bekommen, der lange hält. Kann man natürlich machen, besonders diese Flügel 22, 42. Ah, das Light of Fist unterbricht das gar nicht, ja? Wieder was gelernt. Ja, 42 Damage und der Ember kann nicht mehr hier unter seinem Tower da dran. Jo, Center Warrunner dürfen sie mit dem Support Pugner und Witch Doctor eigentlich nicht hochbekommen. Klar, mit einem Lucky Chaos Bolt oder sowas sollte da auf jeden Fall der Damage eventuell da sein. Man sieht schon, der Witch Doctor guckt eventuell, dass er ob er Maledict braucht oder ob er dann doch einen Stun braucht. Da der Stun als auf einen ja, nicht so wichtig ist wie ein Maledict, das wesentlich mehr Damage dort macht. Die Timbersaw Lane ist eigentlich für den Timbersaw relativ gut. Töten sollten sie ihn auf gar keinen Fall können. Harrison wird auch mit dem Weaver schlecht. Vielleicht geht er Level 2 Punkte in Reactive Armor einfach um sustainen zu können, aber mit der Amount of Regeneration dürfte das sowieso kein Problem werden. Von daher sieht das hier für Bone Doctors relativ gut für den Lanes aus, aber es ist natürlich. Also gut, ja, sie sollten eigentlich die Offlane und die Midlane gewinnen. Der Punkt ist aber, es ist nicht sonderlich erstaunlich dafür, dass die Monkeys so greedy gehen. Und da sie durch das sie auf der Toplane nicht so viel bekommen sollten und unten eigentlich der Farm relativ gut kommt, hat natürlich der Nigma im Dschungel macht, könnte den Unterschied machen. Von daher bin ich gespannt, wie das Ganze so läuft. Sollte auf jeden Fall erstmal relativ even sein, da die Lanes für Bones besser gehen, aber sie haben natürlich, Monkeys hat im Prinzip noch eine weitere Lane im Dschungel, die sie gewinnen. Per Definition. Ja, wobei im Dschungel muss man nicht per Definition gewinnen, siehe Bounty Hunter, aber in dem Fall ist es so. Ja, 0-0, ne? Farm sieht auf der Safe Lane extrem gleich aus. Haben ja die Knives gehen hier zum Chaos Knight, weil der Center halt nicht an die Lane rankam zum Sinai im Gegensatz zum Timbersaw. Jedoch ein bisschen auf der Lane bleibt, aber an die Knives halt auch nicht so interessiert ist. Dann Last Hits. Im Dschungel haben wir den Enigma, der, ja, ein bisschen gleich auf da ist mit der Offlane. Und. Nevermind. Und natürlich der Razor mit 20-6 gegen 8-2 hier auf der Seite vom Ember hat natürlich einen großen Vorteil. Und es sollte halt bei einem Razor-Ember-Matchup auch so laufen. Bin gespannt, wie viel der Tide bekommt. Aber das
ist halt schon relativ krass, weil die Offlanes laufen halt extrem unterschiedlich. Wir sehen hier einen Center Waterrunner mit 0-0 auf Level 3. Und hier halt einen Timbersaw. Level 5 mit 16-2. Ist schon ein krasser Unterschied, aber es ist halt. Center und Timbersaw sind beides Helden, die. Ja. Nicht herausgeharrist werden können so einfach. Der Punkt ist halt nur, dass. Ja, Bone und Trident hat. Die halt wenigstens ein bisschen Pressure machen kann, im Gegensatz zu Monkeys, die hier nichts haben, um den Timbersaw aufzuhalten. Muss man natürlich sagen. Und jetzt wird es noch weniger, wenn der Center auch noch seinen Ward verloren hat. Er hatte immerhin Boots. Damit sollte er halt auch wegkommen. Fast egal, wie groß der Stun ist. Es sei denn, er wird halt irgendwie von dem Bone Doctor in einer Cask getroffen. Mit mehreren Creeps drin, die er noch hin und her bounce. Könnte ich mir vorstellen, aber ansonsten sollte da nichts passieren. Allerdings wird er halt auch immer rausgehalten. Und das wird halt schwierig, überhaupt in Erfahrungsreichweite zu kommen, weil die Pulls sind hier sehr stark. Auf der Seite von Monkeys sehe ich jetzt hier den, glaube ich, den zweiten Pull. Aber auf jeden Fall. Ja, tut sich dann Richtung Puls nicht so viel. Beziehungsweise Timbersaw hat halt einen Escape. Im Gegensatz dazu und ist dementsprechend auch wesentlich aggressiver. Obwohl der Centaur halt meiner Meinung nach ein bisschen weiter vorne sein könnte. Vielleicht unterschätzt er sich gerade so ein bisschen, was seine Survivability angeht. Mal schauen, ob das hier stimmt. Okay, nevermind. Verdammt großen Damage. Auch mit dem Maledikt. So, jetzt die Salva bricht, das hätte er vielleicht nicht tun müssen. Ja, ich glaube, jetzt ist es Zeit nach Hause zu gehen. Also doch nicht so ganz, es ist, er sollte confident sein, weil sie haben kein Damage. Sie haben tatsächlich Damage mit dem Maledikt und dem Blast. Aber, ja, da haben sie jetzt natürlich auch alles raufgeworfen, was sie hatten. Muss man auch dazu sagen. Warnock beginnt hier zu pushen. Auf jeden Fall mal sinnvoll mit dem Pugner. Level 2 Blast. Nach 6 Minuten. Und ich glaube nicht, dass Monkeys da irgendwas gegen tun kann. Weil wer soll TP in Enigma? Braucht noch 200, 300, 400 Gold für Mecha. Die Mitte will lieber farmen. Ist halt auch klar. Level 7 Embers Bild tut jetzt noch nicht so viel. Ja, Weaver sowieso nicht. Und Titan da macht halt nichts. In dem. Der Stage of the Game. Weil Support Level 4. Und außerdem fehlt ihnen halt auch natürlich der Damage. Noch keine Level 3, noch keine Level 3 Edge auf dem Center und damit haben sie prinzipiell auf dem ganzen Lineup noch keinen Damage. Denn ja, die Double Edge ist gerade so das einzige vom Center Warrunner, was überhaupt Damage macht hier. Das unterscheidet, glaube ich, die Teams so ein bisschen. Bone Doctor hasst tatsächlich den Damage. Der Razor zieht den Damage. Timbersaw hat per Definition relativ viel Burst Damage. Auch der Witch Doctor, der sein Ultimate haben sollte, ja gut, ja, nicht wirklich. Und der Pugna Blast macht natürlich auch relativ viel Damage. Nether Blasts. Wir gucken uns mal die Grafen an, die in favor of Monkeys bei dem XP sind. Klar, wir haben eine Tri-Lane gegen den Dschungel. Aber so viel ist es nicht. Death Gold hingegen sieht man trotz dem Dschungelvorteil relativ schnell, dass halt die Offlane was bekommt. Die Supports pullen und die Mitte wird gewonnen. Und damit ist natürlich der Goldvorteil weit vorne. Okay, Enigma geht doch Blink first. Das Mecha wird niemand bauen dann hier. Von daher gehen sie hier wohl auf Initiation. Und gucken, ob sie jemanden finden. Die Frage ist. Hier stimmt das Center. Die Frage ist halt so ein bisschen, okay, ja, was passiert eigentlich mit den Leuten, die wir finden? Die wir in den Black Hole kriegen. Also klar, Tide wird irgendwann Level 6 werden. Hier haben wir das Bild mit den Go. Aber der Tide hat das nicht da und außerdem fehlt ihr noch wesentlich der Damage. Ist es hier schon Mecha, was kommt? Ja. Mecha nach 9 Minuten. Damit dürfte der Razor untötbar sein. Ferrari 430, ja, nee. Jo. Und damit wird das jetzt ein bisschen das Problem. Dadurch, dass sie den Blink als erstes auf den Weg gegangen sind, fehlt ihnen halt absolut. Auch, also fehlt ihnen jetzt noch der Sustain. Weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Aber wenn, dann müssten sie halt auf jeden Fall jetzt zusammen sein und. Ja, gut, mit dem Board hier wird das nichts. Aber, müssen halt irgendwie zusammen sein, jetzt was machen und mit dem Blink und Black Hole das auch benutzen.
Das wird allerdings ein Problem, weil, ja. Bow und Doktor sind alle in die Mitte rotiert, versuchen wahrscheinlich jetzt mit dem Punkten halt einfach den T1 zu pushen. Von daher ist es nicht unbedingt jetzt, wir müssen den Gank verhindern, sondern, ja, nächste Lane, ne? Lass mal nächste Lane gehen. T1 sind schmackhafter. Wahrscheinlich rotieren sie aber auch erstmal in den Dschungel. Bottom. Gehen jetzt hier noch durch den Dschungel mit. Ja, Monkeys versucht, glaube ich, irgendwie jetzt in der Mitte was zu tun. Allerdings passiert in der Mitte nichts. Und deshalb hauen sie immer links und rechts mal ab, um irgendwie ein bisschen Farm mitzunehmen oder so. Und ja, den Razor sollten sie nicht töten können. Geht einfach nicht. Er hat einen Mecha und er hat einen Pugner mit dem Nether, mit dem Ethereal Dick Rapify drauf. Genau. Und da fehlt absolut der Damage. Jo. Ah, man. Wie man hier gesehen hat, im Blink. Macht das ein bisschen Farm schneller. Ja, übrigens, also das ist hier ein Federal League Game. Und zwar Bone Doctors gegen Monkeys. Und zwar in der Division 4-1, soweit ich mich erinnern kann. Sollte es sein. Ja gut, ja doch, Germany 1, genau. Germany 1. Na, relativ weit vorne. Okay, Black Hole kriegen sie jetzt mit dem Reaver, haben sie tatsächlich genug Damage. Es war aber tatsächlich knapp und relativ on the edge. Das hätten sie mit dem Razor nicht geschafft, deshalb gut hier, dass sie in die andere Seite rotiert sind. Außerdem haben sie jetzt hier Chance, ein bisschen Damage auf den Tower zu machen. Ja, natürlich gibt es jetzt halt einen Kill auf dem Pugner, vom Pugner. Auf den Ember Spirit. Bone sollte hier dann verteidigen. Denke ich mal. Timber kommt wieder. Nein. Bone Doctor kommt rein. Witch Doctor. Kann aber hier nichts gegen tun. Was vielleicht die falsche Entscheidung war. Besonders dann doch. Ja, Timber Saw war nicht im Leben. Chaos Knight hatte kein Leben. Also sie wollten unbedingt den T1 haben. Der Punkt seit den T1 hätten sie auch noch herholen können. Vielleicht hätten sie da ein bisschen safer und einfach so, okay. Ja, ist nicht nötig zu traden. XP geht zwar jetzt in Sachen von Monkeys, aber das Gold ist stetig auf der Seite von Bones. Das ist hier, glaube ich, aussagekräftiger. Denn die Supports sind jetzt beide Level 6. Kleinen Punkt nach Blast auf Level 4 zu bringen, mit Level 7 ist hier noch ein bisschen wichtiger. Im Prinzip bei Witch Doctor ist fertig. Und ja, gut, Monkeys ist halt auch fertig. Dementsprechend ist die XP cool, aber naja. Enigma brauchst du nicht. Weaver brauchst du nicht. Und Type brauchst du jetzt nicht mehr. Tja, ja, jetzt kommt der nächste Push. Und wieder versuchen die hier Monkeys zu traden. Auf jeden Fall sinnvoll. Bone Doctors lässt sie. Super, was aus der Sicht halt verständlich ist, weil, ja. Ich würde auch keinen Tower verteidigen wollen gegen den Enigma und einen Tidehunter. Jetzt kommt einer rein. Razor. Die Entscheidung ist Razor zuerst DP'd. Und tatsächlich kriegen sie den Tower gedefft. Ich würde schon sagen, so, ja, okay, das ist ein Teamfight-Line-Up, aber der Punkt ist, wir wissen, dass Black Hole noch down ist. Noch über die Minute. Und ja, eine Ravage ohne Damage dahinter ist nicht so ganz scary. Also, Black Hole mit Centaur-Stun und Double Edge drin ist schon was anderes. Weil den Damage haben sie. Auch die Slider Fist dürfte, quasi die Semi Chains dürfte da alle treffen und so. Also gut, zwei. Ja. Von daher, wenn das Black Hole down ist, können sie fighten. Müssen jetzt nicht unbedingt den Razor dann nur zu TP'en. Aber ist ja auch egal. DD wird hier wohl verfallen. Nichts passiert erstmal. Und natürlich, wenn ich sage, nichts passiert erstmal, smoken sie direkt in den Jungle rein und versuchen was zu machen. Genau, nichts passiert, also macht was. Versuchen hier den Centaur zu machen, der hat keinen Blink. Geht auch erstmal nicht auf den Blink. Hat die Hood auch erstmal gemacht. Bonk. Und das dürfte den Kurs. Ja, okay, man kann es übertreiben. Aber naja, nee, so großer Cooldown ist für die Dr. Ulti nicht. Ja. Mal gucken, ob sie jetzt hier mit dem T1 traden. Weaver ist hier dabei, allerdings hat der Tower noch relativ viel Leben. Und die zweite sollte relativ schnell down gehen hier von dem Pugner. Und genau, der Tempest sortiert Peter schon hoch.
gegen Timbersaw haben sie auch nicht viel. Sie haben halt zweitrangige Heroes mit dem Razor und dem Timbersaw. Die können halt durchaus mal alleine irgendwo rein tippen und dann defen. Ja. Monkeys versuchen hier ein bisschen weiter zu gehen, aber sie sollten relativ schnell merken, dass da T2 ist und ein bisschen zu greedy. Und gehen jetzt hier weg. Genau, die Conversions machen ein bisschen Damage. Aber mehr wird hier erstmal nicht passieren. Beide Teams haben hier so ein bisschen Vision aufeinander. Die Vision von Monkeys beschränkt sich hier auf die Illusions, die erstmal ziemlich gut stehen. Whoops. Jo, und wie gesagt, hier der Ward leistet ziemlich gute Dienste hier unten. Aber ja. So. Naja, Monkeys versuchen es nochmal oben mit T1. Wollen Doctors verteidigen, von daher wird es interessant. Der Ward ist damit erstmal noch down für 10 Sekunden. Und beide Teams wissen jetzt ungefähr, dass gedefft wird, so. Dann bin ich mal gespannt, was hier so passiert. Wir haben alle Ultis online, von allen Seiten. Außer Ravage nur auf den Razor, das sollte nicht so toll sein. Mecha wird gezündet, Ravage war wirkungslos. Jetzt kommt ein schönes Witch Doctor Ulti, was man leider direkt von Centaur unterbrochen wird, aber prinzipiell sind die es getan hatte. War der Centaur da, wird dann was gemacht. Black Hole ist... Oh, das war nix. Der Nether Ward hat halt instant den umgebrachten Nether Ward und das Chakram. Hatte war ein sehr kurzes Black Hole. Wir hatten ein sehr schönes Black Hole mit den zwei drin, aber mehr war leider nicht machbar für die Monkeys. Somit tradet hier Bone 2:0 und können weiter Druck machen, was genau mit ihrem Lineup machen wollen. Late Game ist ein bisschen vorhanden im Chaos Knight, natürlich. Die Illusion sollte man niemals unterschätzen. Aber es ist ein sehr starkes Midgame-Lineup, was man den Pokémon sehr stark pushen kann. Und das sieht man halt hier auch, was sie durchgängig tun. Und ihnen da Monkeys keine Zeit zu haben zum Farmen oder zu einem Item zu holen. Allerdings, natürlich, defen können sie. Allerdings sind jetzt auch wieder 4 Bond-Doctors da, von daher sollte sich jetzt Monkeys nicht so overconfident da anstellen und versuchen, einen Kill zu holen. Hat sie ja gesmoked hier? Vielleicht wird es gebaitet, naja, sie hat meint, niemand mehr draußen ist. Vielleicht versuchen sie, ob eine vorne sind und ja, der Center ist zwar vorne, aber der hat jetzt ein riesiges Ziel als erstes genommen. Geht schön hier rein. Aber jetzt auch direkt mit dem Deathbolt gecountert. Der schönen Damage auf alle drei macht ein bisschen was. Mal schauen, ob das immer so jetzt weit gedeift ist. Fast, aber das Mecha saved ihn da. Aber der Weaver ist natürlich da und kann zurück timelapsen. Ah, oh, in 4 Sekunden ist er jetzt zu der Tote des Weavers. Passend gemacht, und ansonsten 3 Sekunden ist dann hätte hier auch gereicht. Muss man dazu sagen. Okay, 2 Sekunden. Ja, 2 wäre knapp geworden. Vision ist keine da. Ja, 2 Sekunden hätten die gerettet, aber. 2/3 Chance für Tod, das passt schon. Jetzt kein Langmeister. Ja, schön gemacht hier mit dem Smoke. Halt auch der Timbersaw, der halt weiß, was er kann. Also ja, es war relativ knapp, dass er wegkam, aber es war extrem wichtig, dass er halt von hinten durchkam und einfach rein ist und Damage gemacht hat. Damit konnte das ganze andere Team von Bond Doctors zurückbleiben und Damage machen. Und dass er dann am Ende gestorben ist, pfff, ja. Ne? Erstens dafür irgendwie zu 2 getradet, also. Und den Tower haben sie bekommen. Von daher funktioniert das Lineup ganz gut. Chaos Knights zieht die Leute quasi sogar noch ein bisschen raus, sie machen den Damage da drauf. Der Nether Ward, der Death Ward ist hier, ja. Der Fever ist mit dem R-Knopf drücken nicht so sparsam. Und das funktioniert ganz gut bei ihnen. Das ist ja doch am Anfang immer den Deathwolf hinstellen und die Gegner zurückzonen. Muss natürlich auf die Ravage da aufpassen. Aber ja. 15 Sekunden fürs Black Hole. In der Zeit ist Oshan tot. Das passt für Bond Doctors gerade ziemlich gut. Sich Monkeys zu beärgern, aber ich weiß auch nicht, ob sie davon einen Plan haben, dass es jetzt hier losgeht. Dies scheint nicht. Er kommt mal zum Ward hin und geht wieder zurück. Das sollte ein relativ easy die Ward werden. Gucken, ob sie da alle aufgepasst haben. Bugner hatte ein Ward. Ne, er hat das schon gestellt.
Selbe für Weaver interessant. Aber wahrscheinlich sollte es ziemlich schnell gedewalt werden. Ja, kommen schon 5 Punkte die Sentry Wards. Ja. 19 Minuten hin. Gut, Double Damage war halt gefunden worden und damit war das sogar ein relativ schneller Roshan. Konnten sie nicht wissen, hätte es auch gleichzeitig wissen können. Wie das halt immer bei Roshan so ist. Na klar, hätte man das irgendwie wissen können, aber naja, manchmal ist es halt so. 20 Minuten. Die Grafen gehen doch jetzt extrem stark Richtung Bone Doctors. Klar, sie haben die Tower genommen und dabei die Teamfights gewonnen. Steht 2 zu 8 nur. Aber, ja. Die 6 Kills werfen halt doch die XP relativ stark voran. Außerdem haben sie halt relativ viel Map Control und können damit freier farmen. Ja, das Gold natürlich bei. Was sind wir hier jetzt? Wo? 4, 5 Towern, 10.000 Gold und 2k durch die Kills. Ist es natürlich relativ viel. Last of Sex hat auch. Die beiden obersten sind von Bone Doctors hier. Ah, danach kommen die Monkeys. Und dann müssen sie sich ein bisschen anstrengen. Temasu wurde hier gecatcht, allerdings fehlt halt hier ein bisschen Control. Blink ist noch nicht da, aber der Centaur kommt jetzt rein und nimmt ein richtig schönes. Und das, die Ravage ist auch sehr gut. Der Death Ward ist eine super Position. Zumindest vom Witch Doctor. Was? Ja, und da ist Monkeys tot und was ist. Seriously, Moment. Ja, nicht ganz. Das gucke ich mir mal an. Okay. Klar sind sie da alle zusammen. Und wen habe ich da eben übersehen? Der Deathwatch steht halt relativ gut vom Witch Doctor, dass er da nicht gecatcht wird. Da sind halt jetzt alle. Zack, aber der, ja gut, der Chaos Knight ist halt drin. Blast of 2. Und der Deathwatch tötet tatsächlich den. Und der Tempest Sword tötet den anderen. Tja. Convincing. Und Monkeys sagen hier eindeutig, okay. Voll GG. Allerdings. War noch kein richtiges GG. Bone Doctors geht natürlich noch rein. Ja, das Lager ist noch schon fast fertig. Ging hier nicht mit den Chaos Knight tot, der in der Aegis hat und nichts mehr sterben will. 3 zu 0. Immer noch. 3 zu 0. Ah. Gerade so hier mit der Edge. Einen abgeschnittenen Ember Spirit. Jetzt nochmal ein GG. Und ja, wahrscheinlich ist das ein ganzes Team. Außerdem können sie so weit pushen. Hat doch noch ein Ulti. Dass das relativ schnell vorbei war. Schön gespielt hier. Und eindeutigen Sieg für die Bone Doctors hier. Irgendwas zu sagen dazu. Tja. Extrem greedy von Monkeys. Und ich weiß nicht, wie die Pick-Reihenfolge war, ob der Pugner danach kam. Aber halt mit Timbersaw und Pugner dann doch Timbersaw, Pugner, Razor ins Midgame gestürzt. Auch mit dem Witch Doctor, ist auch ein Midgame-Hero. Ich hasse den auch, ja. Also Bone Doctors haben hier sehr stark Midgame gespielt gegen das doch eher late-gaming und teamfightige Lineup von Monkeys, was einfach nicht rechtzeitig genug online kam. Das nächste Spiel müsste jetzt wahrscheinlich gerestartet werden, weil, ja. Ja, because halt, Dingens. Dann wird es doch erstmal auch ein bisschen blank sein. Updating Dota, wie man gehört hat. Mal schauen, was es für ein Update ist. 25 MB. Ein paar Sekunden. Ja. Realistisch gesehen 30 Sekunden, okay. Chip. Dann schauen wir mal noch auf andere Dinge. Wie das hier das immer nicht klappt. Nö. Nein. Fenster finden. So, okay. Naja. Wir haben die da. Die Division 4. Wo Bone Doctors currently mit 4 zu 2 sind, haben noch relativ wenige Spiele gespielt. 4 zu 2, jetzt sind sie 5 zu 2. Tut sich noch nichts. Aber bei 6 zu 2 sollten sie auf jeden Fall auf Position
zwei oder drei sein, je nachdem, wie das mit der Sortierung gedacht ist. Können sich hier auf jeden Fall mit, wenn sie jetzt noch einen Kill, einen Sieg rausnehmen, von 4 auf die 2 Positionen schlagen und außerdem haben sie auch noch Chance auf die Platz 1, wenn sie hier nicht das zweite Game noch abgeben. Das kommt aber jetzt ganz auf den Draft an, den ich jetzt gerne sehen würde. Dodo, mach hin. So. Dota an. Mal gespannt dann. Hello and welcome. Nope. Ja, stimmt. Dota gerestartet, dementsprechend wieder das erste Game dort ein bisschen länger. Aber auch nicht so lange. An diesem schönen verregneten Montagabend. Perfektes Dodo-Zeit. So, jetzt im Draft. Stimmt, das hätte ich wirklich mal. So, Harry Monkeys with Long Bananas gegen Bone Doctors, Spiel 2 in der Federal League Division 4, Germany 1. Ja, hab eben ja schon alles gesagt. Bone Doctors könnten es hier, oder würden das Spiel hier gewinnen wollen zu 0, damit sie eine Chance, eine schöne Chance auf Platz 1 haben. Allerdings mit dem Loss hier hätten sie bei dem nächsten Spiel 2 zu 0 doch noch eine Chance. Tatsächlich hatte ich jetzt hier irgendwie noch gar nicht auf die Bananas geguckt. Es hat doch eben... Mann, Mann, Mann. Das ist Dodo. Das ist Firefox, Mann. Ja, die Harry Monkeys sind nämlich zurzeit auf Position 2. Sind jetzt 6 zu 3. Und Bone Doctors 5 zu 2. Ja, die Harry Monkeys hätten auch noch gerne den Punkt, weil sie dann wahrscheinlich mit alphabetischer Sortierung nicht ganz auf Position 1 kommen, aber zumindest hier auch, ja, quasi, ja, sind dann Position 1 zusammen mit den Bone Fletchers, wenn sie das Spiel gewonnen. Von daher geht es jetzt hier um tatsächlich um relativ viel. Tada, nicht nur eine Seite. Objektive Berichterstattung, FTV. So, Harry Monkeys bannen hier die Death Prophet und den Pugner diesmal. Wir wollen hier nicht mit dem Push von letztem Game arbeiten. Bone Doctors bannen Lycan und Panda. Und in den ersten Picks ist kein Doom dabei, was mich tatsächlich überrascht, weil schon Scarif, Mädchen, Faces, Void und Viper die ersten Bands sind. Aber Mirana wird hier gepickt, anstatt dem Doom. Ja. Natürlich wird er jetzt gebannt. Aber, hätte ich jetzt nicht erwartet. Bone Doctors sollten hier vielleicht noch den Razor bannen. Razor sehr stark gegen Viper ist. Ja, Kombos. Ja, wenn die Mirana einen Arrow trifft, sollte das Gareth Mage relativ einfach mit der Ulti zu tun haben. Vielleicht hat Harry Monkeys auch letztens das Spiel Titan gegen... Ach Quatsch, VP gegen Kompass gesehen. Wo, Dingens. Ja, auf jeden Fall, VP Mirana hat fast jeden Arrow getroffen, Scarif Mage in der Mitte gespielt von den VP-Russen und hat extrem stark reingehauen. Hat halt ein relativ leichtes Spiel in der Mitte gemacht, hatte, da Mirana gegen Viper irgendwie jeden Arrow getroffen hatte. Das wollen Bone Doctors eigentlich jetzt nicht wiederholen, aber sie bannen erstmal noch den Combo von der Mirana. Hätten aber allerdings hier noch einen Bane drin, von daher war der Ban vielleicht ein bisschen sinnlos. Der Razor wäre hier, wenn sie hier vielleicht besser raten. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, was interessant wird, ist, spielen Monkeys Gareth Mage in der Mitte. Und was benutzt Bone Doctors noch für die Combo da? Vielleicht steht hier noch ein Invoker zur Debatte. Viper Safe Lane, Void Offlane und Invoker Mitte. Wäre eine Option, wenn sie unbedingt einfache Combos mit der Chrono haben wollen. Denn irgendwas für die Chrono wäre sinnvoll, ja. Eine Viper an sich kann draußen stehen und reicht für viel Damage, aber ja, so rotationsfreudig ist jetzt Viper auch wieder nicht. Da sollten sie auf jeden Fall noch irgendwas nehmen, was da gut rein kann. Jo, Harry's Monkeys gehen mit, der Bane-Mirana-Kombo, damit war der Bann relativ sinnlos. Und auf jeden Fall ist hier noch der Razor im Pool. Ich sehe mal sehr stark davon aus, dass er von einem von beiden Teams gepickt wird.
Was tatsächlich interessant ist, ist Bane-Mirana-Kombo könnte einen Scarath Mage bitte bedeuten. Lion ist hier eine sehr schöne Wahl, da alle drei squishy sind. Bane jetzt zugegeben nicht so stark. Und er hat auch noch eine Chance, mit dem Knight mit den Fingern zu dodgen. Auch noch relativ kleine. Also, ja, direkt aufeinander hat er keine Chance, weil die Animation zu lang ist, aber könnte passieren. Allerdings ist Bane ein ja doch eher tankigerer Support. Sollte er nicht so schnell fallen. Okay, Bristleback auf der Offlane. Das könnte immer noch ein Scarath Mage Mitte sein. Könnte man halt immer noch mal schauen. Bone Doctors haben wir den Lion, der eventuell halt außerhalb der Chrono für den Damage sorgen könnte. Und auch generell Damage Dealing sehr stark dabei ist. Auch auf jeden Fall zwei Fernkampf. Vielleicht ziehen sie es auch durch, dass sie dann sagen, Faces Void ist unser Nahkämpfer und macht die Chrono und Rest ist halt Fernkampf und schießt rein. Und danach lebt hoffentlich nichts mehr. Kommt natürlich auf die Chronos an. Vielleicht können sie noch Faces Void carryen. Was aber, wie man bisher im Meta sieht, eigentlich nicht so sinnvoll ist, weil Void braucht hauptsächlich sein Level, Level 6. Und dann, ja. Kann er halt schon fighten. Und Mask of Madness hat auch relativ schnell erfarmt. Wohingegen, ja, auf der Safe Lane bringt er halt wahrscheinlich 5 Minuten oder 10 Minuten schneller sein Mjolnir oder sowas, aber sonderlich relevant ist es nicht, wenn man auf Teamfight mit der Chrono spielt. Ja, Bristleback. Die Monkeys gehen meiner Meinung nach gerade auf Bane-Mirana-Kombo und haben einen Bristleback, der da auch mal reinlaufen kann gegen das Lineup. Tatsächlich nicht so weit, weil die Viper wird ihn doch sehr stark kiten. Und mit der Krone haben sie und dem Lion, der mehrere Stunts treffen könnte, haben sie da doch gute Chance, das ganze Ding zu kiten. Und vielleicht tatsächlich den Bristleback so weit zu kiten, dass sie den down bringen können, bevor Monkeys richtig reinspringen können. Denn sie haben halt kein Lineup, was so wirklich reinspringt. Sie haben Bristleback vorne und der Rest macht von hinten den Damage. Und Bone Doctors ähnlich, weil die Viper ist vorne, der Rest macht den Damage, wenn der Void halt nicht gerade mit der Krone drin ist. Und ja, von daher wird man klar tatsächlich sehen, ob Viper gegen Bristleback an den Frontlinien sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Und der Rest halt hinter kommt auf Positioning an. Rubick ist eine sehr schöne Wahl. Scarath Mage, ja, wenn er Ulti stealt, schön. Allerdings hat der Rubick wahrscheinlich keinen Mana dafür. Allerdings ein Easy Fiend Script Steal, einen Arrow, da sind doch einige lustige Dinge dabei, die, ja, auf jeden Fall mit dem Fiend Script hier doch spielentscheidend sein sollten. Nicht zu viel, aber, ja, er sollte wissen, was er stealt und im Teamfight kann eigentlich schon den Fiend Script stealen und sollte damit eigentlich glücklich sein. Denn, ja, mehr als ein Skill skillen in einem kurzen Teamfight sollte hier eher nicht drin sein. Und Bristleback sollte, wenn er gewinnt, einen relativ kurzen Teamfight garantieren. Und bei den Bone Doctors ist es halt ähnlich, wenn die Chrono sitzt und jeder reinschießt. Sollte es auch relativ schnell vorbei sein mit dem Lion und der Viper, die nicht auch einen nicht zu unterschätzenden Teil des Damages rausholt. Bone Doctors Ben hier den Invoker. Geht immer noch von einem Support Scarath Mage aus, ich bin mir nicht sicher. Ach, na gut. Scheint wohl. Ja, oder Support Mirana Bane. Sniper Safe Lane, Scarath Mage Mitte. Bin ich mal gespannt drauf. Es könnte allerdings ein relativ langweiliger Sniper Mitte und Mirana Safe Lane sein. Sollte, ja, wahrscheinlich. Kommt halt immer drauf an, ob sie Scarath Mage Mitte spielen, weil das doch eher im osteuropäischen Raum anscheinend im Meta ist. Und ja, Scarath Mage Mitte muss man wohl können. Keine Ahnung. Auch nicht so stark, aber ist ja die Frage, ob sie es tun wollen. Beides ist sinnvoll. Das Lustige ist halt, das Spiel, das Lineup ist halt auch wieder ähnlich, weil der Sniper dabei ist zu dem Lineup mit VP gegen Kompass gestern. Oder vorgestern? Gestern? Vorgestern? Gestern? Weiß ich nicht. Um die Uhrzeit. Ich glaube, was war vorgestern? Weil Capitalist hat gesagt, Sniper ist eigentlich nur viable, wenn man auf Max Schrapnell geht und Tower pusht. Das Sniper äquivalent ist mit dem Pugner in Sachen Push. Würde ich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig zustimmen, aber das könnte man hier für dem Spiel mal gucken, ob man das bestätigen könnte, diese Aussage.
Gut, Scarif Mage. Items, 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 mal gucken. Mitte oder nicht Mitte, das ist die Frage. Sniper scheint wohl auf jeden Fall das Ding zu carryen. Mirana scheint Support-Items zu kaufen. Und... Ah, die brauchen alle Support-Items. Allerdings hier mit dem... Mit der Gauntlet, schnelle Drums dürfte es sein. Das wäre Support-Skyrith. Schade. Hätte mich gefreut, wenn man da ein bisschen was anderes gesehen hätte. Andererseits hätte man auch sein können, sie haben halt einfach das Lineup kopiert. Andererseits haben wir das Beste von VP genommen, nämlich den Skyrith Mage und ja, das Schlechteste von Kompass mit dem Sniper. Ja. Ja, von auf der Seite von Bontok, das sehen wir nichts Besonderes. Wir hatten das eben noch gesehen. Das Support Silencer ist der Carry Silencer ist ausgepackt worden. Sky Problems. TS Problems, Wieder Problems? Ja, los, Mumble. Super. Ja, fehlt nur noch Mumble. Okay, ja. Jetzt machen wir Mitte. Aggressive Tryline hier. Die, ja. Die Jan macht halt auch alles. Oh, wey, was? Ne, keine Ahnung. Bayern, die sich gegenseitig antrollen. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Ja, Facepumps auch von mir. Gut. Scary Silencer gegen einen Lion Rubick Lane. Rubick macht nicht so viel hier, das stimmt schon. Andererseits, Silencer kann... hat hier auch schon Glaives geskillt, das war vielleicht nicht so toll. Klar kann er dann Harrison, aber... schwierig. Mal gespannt, wie sich das läuft. Auf jeden Fall hier haben zwei alles Fernkämpfer, sodass sie halt den Nightmare relativ gut jonglieren können. Die Frage ist halt, ob sie es hinbekommen. Weil wenn die Arrows treffen, ja, mit dem Damage von Scarith, sollte das hier einen Kill auf der Aggressive Offline gehen. Andererseits haben sie halt auch sehr viel Harass. Der Lion kann Mana harassen und Silencer kann auch Mana harassen. Zwar erst konstant auf Level 2, 3 oder sowas. Aber, das könnte auf beide Seiten relativ schnell gehen. Wir haben eine Aggro Offlane. Wir haben einen Bristleback gegen den Faceless Void. Weiß ich nicht, wie das läuft. Sollte es ja. Bristleback sollte das eventuell. Ja, auch Timelocks. Es sollte relativ even sein. Was halt nicht even ist, ist, dass halt Void schon Kuh geskillt hat. Und jetzt halt tatsächlich zurück ist und erstmal ein bisschen gegen Bristleback quasi verliert, da weder ein Timelock noch ein Backtrack da ist. Wahrscheinlich wird er sich dann hier irgendwie eine Axt kaufen und dann wird das Ding auch okay sein. Midlane natürlich noch, Sniper gegen Viper. Sniper, Viper. Wenn wir sehen, inwiefern sich die Reichweite von dem Sniper gegen die sind doch sehr niedrige niedrige Leben mit dem relativ hohen Damage von der Viper, auch mit dem Corrosive Skin, was dann halt gegen das Harris zählt, so ungefähr. Bin mal gespannt, ob der Sniper da aushalten kann, ob er harrisen kann oder ob das halt irgendwie aber einfach zu wenig Leben hat und um auf der Lane zu überleben. Mal schauen. Ready, ready. Ja, doch, klingt ganz gut. Aggressive Warding hier. Sowohl die untere Rune als auch nicht ganz geblockt. Wollen sie natürlich nicht, sondern halt schöne Vision hier unten für die Aggressive Tri-Lane. Verstecken sie sich auch direkt hier im Secret Shop, um den ersten Arrow oder den ersten Nightmare zu treffen. Sehen fast beide Supports. Sie wissen halt jetzt ungefähr, dass beide Supports hier unten sind. Jetzt sehen sie es, ja. Illurune ist auch gespottet. Wenn sie hier den Lion sehen, hätten sie vielleicht hier so direkt Go machen können. Einfach auf den Lion gehen und den Nightmare, weil noch niemand da ist. Aber, ja. Das ist dann. Bisher wissen sie noch nichts von der Aggro-Try. Mal schauen, ob sich da was ändert. Ich
Wolfsbein bei Lionel so ähnlich. Sinister wird sich wahrscheinlich nur in den Hintern beißen, dass er dann seinen Wegeskillt hat und die Glaives. Weiß nicht, ich lasse mich gerne überraschen, aber ich glaube, auf einer Crystal Flatland ist es nicht so sinnvoll. Creeps stehen gut gegen den Arrow. Erste Lift auf die Mirana. Okay, sie denken jetzt erstmal nicht daran, dass es eine Aggro-Try ist. Der Arrow kommt hier, trifft schön und First Blood hier doch auf dem Fever, gibt hier den First Blood an den Bane als erstes ab. Kriegt jeder noch die Erfahrung und Bane kriegt das Mana, allerdings stirbt die Mirana dagegen. Von daher war es tatsächlich ein Support-Trade für einen Carry-Trade. Was durch das First Blood zwar okay war, aber lief nicht so ganz optimal, wie die Mokis es hätten wollen. Auf jeden Fall sehr witzig zu wissen, so dieses, ja, hier, Mirana offlane, ich mach dich jetzt mal kaputt, oh fuck, Aggro-Try, tot. Aber hat alles getan und hat das rausbekommen. Jo. Oben. Void hat doch relativ viel Sustain hier. Außer je nachdem, wie der Spam von den Bristles, von dem Quill Sprays sein wird, doch relativ schnell wird. Ja. Viper wird jetzt hier Harrison und man sieht schon, dass der Harris doch auf jeden Fall auf der Seite von Viper ist. Da sollte der Sniper nicht so viel traden. Weil jetzt muss er sich doch relativ weit zurückhalten und hat schon seine erste Salve benutzen. Ja, oben sieht man halt, ja, Void braucht noch ein bisschen gegen den Bristleback. Bristleback hat erstmal die Hände oben, was aber auch vielleicht dann halt tatsächlich dem Kuh gelegen hat. Denn das hätte er so wahrscheinlich erstmal nicht geskillt. Wird halt schön runtergeholt und auch außerhalb von der Vision, sodass sie halt nicht wissen, wo sie den Arrow schießen würden. Das wäre ein relativ einfacher Arrow hier auf die Line. Allerdings war er halt in den Bäumen. Schön gemacht. Wobei ich ihn, glaube ich, ein bisschen sehen müssen, weil er halt attackiert hatte, um das Nightmare zu holen. Aber gut. Keine Ahnung. 3 Quill Space hier drauf. Haben wir jetzt noch schon wieder weg. Jo, mal gucken, worauf soll ich achten eigentlich auf die Dryland, ja. Allerdings, die Mitte dürfte auch relativ interessant werden. Man muss jetzt ein bisschen achten. Ja, das Harris ist halt schon da. Besonders mit der Haste kann halt Viper, Sniper relativ cocky sein. Allerdings, ja, Salve wahrscheinlich. Na, okay, erstmal Tangos. Address schon gekauft und damit sollte der Sustain dann so langsam auf der Seite von der Viper sein. Ups. Oh, wunderschön gemacht hier von Seeker. Wie dann doch den Nightmare runtergeholt hat. Ob der Rubik stirbt? Nein, okay. In dem Moment disconnected die Viper. Hier erstmal nicht so schlimm. Vielleicht einen Last-Hit verpasst oder so. Mm, ja. Jo. Fever sollte okay sein. Lion, Silence jetzt auch fast weg. Mirana disjointed die Glaive. Was natürlich ganz, ganz spaßig ist. Die Frage ist hier, ob sie den Bane bekommen sollten. Wir haben einen Hex und Hammer dann gleich schon wieder einen Earthspike. Von daher könnte der Damage eventuell da sein, besonders wenn jetzt Rubik turnt. Sie hätte jetzt geguckt haben, okay, Bane hat kein Mana. Dementsprechend kann er hier in Ruhe turnen. Allerdings, Scareth Mage hat noch Stunts da. Okay, sie gehen auf den Scareth Mage, weil der Bane kein Mana hat und damit halt. Jo. Und damit halt nichts beitragen kann und dann können sie auch auf den anderen gehen. Allerdings fehlt der Damage für beide. Sind beide sehr low gegangen. Dafür, dass es aber eine Initiation hier von den Monkeys war. Sie den Rubik relativ down bekommen hatten, fast. Lief das jedoch schon relativ ganz gut für die Bone Doctor's Dryland. Oder Defensive Lane. Gut. Ja, die Zeit von Lion beginnt jetzt, um aggressiv zu sein. Überrascht mich ein bisschen, dass jetzt hier nicht der Mana Drain geskillt wurde. Das Mana doch bald zu Ende sein sollte. Allerdings ist es natürlich auch so eine Sache, Mana Drain kann man nicht lange machen, weil auch dann irgendwann ein Arrow kommt oder Nightmare. Muss tatsächlich doch relativ nah dran sein. Aber, na gut. Fortification hier schon. Okay, das war vielleicht nicht so sonderlich sinnvoll. Aber na gut. Ende gesehen, ja, Salah Bane wurde hier geburstet. Hat es nicht mehr geschafft, seinen Brainstep rauszuhauen. Pech für ihn, ich weiß nicht, was es war. Es war halt natürlich ein Lift. Into Earthbreak, into alles andere. Into Fish. Das ist ein Hex. Aber in dem Fall ist es Fish. Und ja.
Die Toplane ist halt immer noch ein bisschen Vorteil für Rissebeck. Aber ja, Faces Void kann auch relativ gut farmen hier. Läuft sich jetzt. Boots, okay. Geht nicht auf Regen oder so als erstes. Ein bisschen sinnlos. Sniper rotiert Toplane. Allerdings wird hier gesehen von der Rune. Void ist jedoch relativ aggressiv da. Dafür, dass er weiß, dass er einfach mit einer Double Damage Rune drauf kommt. Da muss er extrem aufpassen. Vielleicht hofft er auch einfach nur, dass er eine Krone macht. Muss eine Krone tatsächlich machen und wegzulaufen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll war. Sie haben ja die, extra die Ward hier stehen, die den kompletten Weg hier gesehen hatte. Und da die Chrono in Cooldown zu bringen, wegen ein, zwei Last Hits, war jetzt nicht so sinnvoll. Besonders weil halt die Rotation vom Sniper wesentlich mehr wert gewesen wäre, als diese zwei Last Hits, die er oben bekommen hatte. Und dadurch, dass der Sniper komplett weggehen musste und jetzt auch gesehen wurde, und sie haben gesehen, dass sie hochgegangen ist und die Viper holt sich jetzt ein Easy Kill. Es ist halt auf jeden Fall viel wert. Ja gut, Easy Kill nicht ganz. Da reicht das Ulti von der Viper nicht lang genug. Und macht nicht genug Damage. Aber hat er schon wieder auf Selene geharrest. Und dieser ganze Weg hier vom Sniper ist extrem viel wert. Ja. Hätte halt wie gesagt, ja, hätte vielleicht nicht ohne die Krone, aber egal. Unten geht's jetzt los. Hier, Lift ist raus. Nightmare ist auch raus. Line ist relativ niedrig, aber die Mirana ist schon down. Das Burst reicht nicht ganz hierfür. Bane ist jetzt zu weit von. Oh, Brainstorm hat noch gerade so gereicht, aber Bane stirbt dafür. Wird ja vom Silencer hochgeladen. Mana für den Silencer. Allerdings ist der Sniper down, burstet die Rubik. Und Silencer ist hier zu weit vorne. Und Snipers Rotation sorgt dann noch für zwei Return-Skills. Schön gemacht hier, dass der Sniper nach unten gedeppt ist, um halt auch den Damage reinzubringen. Vielleicht aber auch, weil sie gerade gegoalt wurden. Und das ist ein bisschen abgesehen, dass es halt ein bisschen länger hält. Viper pusht hier, wenn er dessen in der Mitte nutzt, es so ein bisschen. Mal schauen, ob sie hier tatsächlich den Sniper unten lassen. Vielleicht die Mirana Mitte schicken. Rizzleback, meanwhile, holt mit einem Arrow, der er wahrscheinlich getroffen hat, den Void. Ja, wurde hier getroffen. Dementsprechend war das wohl ein Arrow, den da außerhalb des Taus gecatcht hatte. Und Rizzleback hat ihn einfach dumm gehauen. Rizzleback hat jetzt auch schon einen Ring, von daher sollte er jetzt auf jeden Fall auf der Lane nicht mehr rausgeharrest werden, wie es tatsächlich eben ein bisschen der Fall war. Void hat ihn doch ein bisschen low bekommen, sodass er ein bisschen Space hatte. Ja, Line muss jetzt hier aufpassen, hat jetzt hier einen Smoke. Aber, ja, Monkeys sind auch da. Und es steht 4 zu 5, das ist doch relativ even. Last Hits sind ausgeglichen. Und ja, das Gold ist dann doch ein bisschen runtergegangen. Bone-Doctors hatten zurzeit auf der Trainern besser farmen können. Allerdings wurden sie halt jetzt auch ein bisschen gepunished. Silencer ist down gegangen. Bei den XP sieht man das halt ganz gut. Sind jetzt halt wieder even, dadurch, dass die Trainern gegankt wurde. Und auch oben die Offlane gestorben ist. Was nicht unbedingt hätte passieren müssen können, sollen. Vielleicht mit der Uno hätte sie da noch gehabt, wäre das so gewesen. Aber gut. Chrono ist hier vorhanden. Allerdings glaube ich hier, dass hier niemand da ist. Allerdings könnte das, falls sie da zurückgehen, ziemlich schnell für eine Chrono sein. Sammeln sich hier auf jeden Fall zusammen. Allerdings wird hier, okay, ja, jetzt ist der Silencer da, um attackieren. Und die Mirana wird halt gebürstet, sehr schön gemacht, besonders weil es halt die Carry Mirana ist. Darf man nicht vergessen und nicht oft genug sagen, dass wenn sie halt mal kurz eine Ein-Mann-Chrono bekommen, eine Ein-Hero-Chrono, dass es halt auf die Mirana sich absolut lohnt. Denn auch der Sanitar kriegt die Mana, worüber sich auch freut. 8 Intelligence und ein Oblivion Staff schon, dem halt auf jeden Fall beim Farmen und beim Mana regenerieren hilft. Jo, der Silencer hat jedoch relativ gut Spaß. 4 zu 1. Gehen dann hier wahrscheinlich als erstes auf Refresher. Oder ist es ein Orchid? Beides wäre, glaube ich, relativ cool. Die Frage ist halt, mit dem Orchid müsste er etwas zum Ganken haben. Also Orchids sind auf Initiators wahrscheinlich besser. Aber erstmal Smoke in die Mitte von Monkeys. Viper ist hier relativ weit zurück, aber... Ja, kein Fiend-Script. Ups, was macht der Bane da? Die Position wäre vielleicht nicht so ganz sinnvoll. Und geht hier sogar noch ein paar Kreise, weil das nicht sicher ist. Und der Scarlet Mage ist, ja, ups, ein bisschen weit vorne, wäre sogar gar nicht mehr der Ulti gebraucht gewesen.
Aber der Kill, cool, dann ist auch nicht so schön. Auch nicht so weit. Schöne Rotation auf jeden Fall von den Supports. Der Rubik hat den Kill überhaupt das möglich gemacht. Vielleicht hätte die Waffe den Kill auch so bekommen. Aber auf jeden Fall schöne Rotation. Und mit dem Mecha war das ein bisschen naiv zu glauben, dass sie da halt einfach so die Waffe zurückbekommen. Besonders weil sie eben keine Control hatten. Sie hatten keine einzigen Stun, sie hatten Slow und Viper war schon relativ weit hinten. Bane stand halt schon im Tower, als der Fight begann. Hätte Viper vielleicht sogar den Bane noch selber töten können. Jo, oben gehen sie ein bisschen auf Tuchführung. Wird ja wahrscheinlich bei Easy ein bisschen gedived, einfach so. Allerdings natürlich einfach alles backtracken und Tower kurz ziehen und dann weggehen. Easy Luck hält. Okay, Item Progression. Gerade Zeit, ja, gerade Zeit. Item Progression. Wir haben jetzt den Silencer. Der, mal schauen, auf was geht. Gold hat er 700. Das heißt noch nichts. Viper hat ihr Mecha fertig. Ja, Bristleback geht nicht auf das Mecha, von daher fehlt hier Monkeys das Mecha. Was sich vielleicht in den Teamfights als Problem herausstellen sollte, könnte. Jo, der Void hat erstmal noch nichts. Klar, ist halt ein Offlane-Void. Der zwar hier Safe-Lane war, aber nicht so viel Spaß auf der Lane hatte. 24 Last sitzt immerhin. Aber das ist tatsächlich noch nichts. Und sonst nichts. Hier auf der Seite von Monkeys haben wir den Vanguard. Von daher hat auf jeden Fall... Jo, der Bristleback freut sich. Skywrath Mage hat einen Bottle, um ein bisschen mehr zu harassen. Und Sniper hat die Power Dreads. Und 1200 Gold. Mal schauen, ob er hier auf eine Mask of Madness geht. Aber auf andere Items geht. Keine Ahnung, auf Dominator ein bisschen stacken. First Item Blink. Shadow Blade, keine Ahnung. Oh, was ein Lift. Versuche ich das wahrscheinlich reinzuwerfen. Nee. Aber gut. Was. Okay, ja gut. Assassinate gestohlen. Ja, aber dadurch, dass er nie raus war, war natürlich in dem Sinne halt nichts da, wo sie hätte halt weggehen können. Und er hat jetzt gezeigt, quasi, dass er Assassinate hat. Zumindest unmissverständlich gesagt, dass er das hat. Aber was für ein Leap hier, dass er da rauskam. Leider war es halt die falsche Seite für die Mirana. Sonst hätte sie da tatsächlich locker überleben können. Schön gemacht hier. Von. Konsole. Okay, ja. Sie versuchen hier auf jeden Fall oben Pressure zu machen. Allerdings, ja, das ist bisher noch nicht so erfolgreich gewesen. Den Tower kriegen sie aber langsam mit dem Bristleback obendran tot. Sniper ist hier vorne, hat mit dem Ulti angefangen. Silencer versucht zu turnen. Oh, kriegt die Intelligence vom Sniper doch nicht ganz. Mirana kriegt ihn als erstes tot, aber Return Kill, Sniper Silencer, das war es nicht wert, aber immerhin hat sie ein bisschen bekommen. Hat er wohl gesehen, dass er da nicht wegkommt. Ist der Damage halt hier rum. Er hat hier rum weitergegangen und hat immer die ganze Zeit immer weiter Schüsse kassiert. Hätte er nicht überlebt, also hat er geturnt. Hier auch schon gemacht. Ich glaube, Silence war vielleicht nicht ganz nötig gewesen, weil es wiederum halt nur Redclicks waren. Aber der Tower geht hier auch down. Bristleback hat ihn langsam tot bekommen, aber genauso sieht es halt auch auf der Seite von Viper aus. Bane hat allerdings den Lenar in der Mitte bekommen. Daher schön hier. Schön gespielt von den Monkeys. Und damit haben sie auf jeden Fall den Goldvorteil so ein bisschen geholt. So, ja, den Goldvorteil schauen wir jetzt mal. Geht dementsprechend ein bisschen runter. Aber hatten tatsächlich doch einen relativ starken Goldvorteil hier bekommen. Dadurch, dass die Viper Freefarm hat und der Silencer einen Freefarm hat. Ja, XP ist halt auch relativ weit oben. Tatsächlich. Hätte ich jetzt zuerst mal nicht gedacht. Aber klar, prinzipiell läuft die Tri-Lane, die Aggressive Tri-Lane halt besser für Born Doctors als für die Monkeys. Haben halt jetzt gute Rotations gemacht. Aber naja. Mirana stirbt auch tatsächlich relativ weit, relativ oft. Problem dafür. Oh, trifft niemanden. Der Ding jetzt auch nicht ein schöne zweimal in Chrono. Natürlich direkt die Mirana erstmal genommen. Carry und so. Bristleback sitzt hier vorne. Die Frage ist, ob sie den Damage haben. Sollten sie auf jeden Fall nicht drauf gehen, weil der Sniper schießt halt von hinten drauf.
die Nightmare, die Viper und Monkeys disengagen, sollten sie auch schaffen. Ja. Da haben wir und Douglas noch keinen hinterherlaufen. Assassinate war da, aber es war halt auch niemand low. Jemand hätte snipen können. Jo, und jetzt noch relativ, ja, 5v5 hier unten. Wir versucht hier so ein bisschen Spam zu machen. Versus Watchmen Regen in den Tod rein. Das hatte er so wahrscheinlich nicht gewollt. Respekt sollte jetzt hier. Oh, schönes Mecha hier. Und jetzt muss er gucken. Aber er jumpt halt immer noch relativ nah an den anderen Helden. Hat sich jetzt hier nicht versteckt. Tatsächlich, und er kommt hier weg. Und Bristle weg, muss jetzt aufpassen. Er hat sehr, sehr, sehr viel Leben, aber. Ups, war das ein Arrow von Rubik? Ja, das war ein Arrow von Rubik, den getroffen. Dafür hat er den Fiendscript noch gerade so bekommen, dann kann es wieder auf Cooler und zack, und wird hier down gebürstet. Silencer geht down für drei andere und für den Fiendscript. Ich kann mir schon fast das nach einem Hero ziehen. Besonders in der Stage of the Game. Schön gemacht hier von Fever. Hat einen Assassin rausgehauen, direkt einen Arrow geholt und schön getroffen. Muss allerdings jetzt hier aufpassen. Silencer wird ihn jetzt. Ah, zu spät ins Mal gepult. Muss ich davon zu retten. Schön mitgenommen. Allein zieht hier auf 3. Das ist sehr schön gemacht und tatsächlich wird hier direkt geturnt. Headshot unterbricht das natürlich instant. Aber es hat gereicht hier. Und der Sniper wird jetzt hier auch tot bekommen. Hat jetzt hier das Assassin geklaut. Was weiß ich nicht, ob das sinnvoll wäre. Erstens hätte er abgewartet, hätte vielleicht ein Scarif Mage Ulti bekommen. Andererseits, ja, der Cooldown hier wäre nur noch ungefähr. Was war das? 60 Sekunden? Hätte man eventuell den Fiendscript behalten können. Andererseits. Ja, doch. Ich hätte den Fiendscript behalten. Nichtsdestotrotz 2:0. Auch ein schöner Fiendscript zum Turnen. Line war quasi hier zu weit vorne, hat gesehen, oh scheiße, ich bin zu weit vorne. Hat dann doch seinen Nurse Back auf 2 gebracht, Stun auf 2 und damit hatten sie gesagt, okay, turn. Und ja. Haben die beiden Cores von Monkeys hier rausgeholt. Auf einmal steht es jetzt 15:7. Es stand 8:6 und jetzt 15:7. Das Ding dreht sich doch relativ schnell für die Bone Doctors. Und man muss ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht angefangen wird zu snowballen. Der Bristleback ist extrem tanky. Man hat doch gesehen, dass er tatsächlich Playmaker ist und halt weit vorne steht, wenn der Sniper drauf schießt. Allerdings, ja, wurde er von der Viper ein bisschen gekitet. Jetzt ist Wolster weggekommen. Eine der Hauptpunkte dieses Spiels tatsächlich halt, dass er den Void nicht bekommen hatte. Und somit halt sehr weit hier im Kreis rumgelaufen ist. Da unten. Auf der Minimap. Und dann tatsächlich überlebt sogar hat. Und die ganze Zeit verschwendet hat, dass es Bone Doctors Zeit gegeben hat, mit drei Heroes so langsam den tot zu machen. Ja. Void muss jetzt hier die Krone machen. Ich hatte eigentlich geguckt, dass hier oben was passiert. Passiert auch, aber unten tatsächlich passiert erstmal im Bristleback was. Und der Shadow ist jetzt an. Und im Tower bringt es erstmal nichts, aber naja, die Krone ist raus. Space created. Naja, nicht ganz, aber ja. Krono erstmal raus, damit können sie jetzt hier den Mid-Tower Pressure. Was sie wahrscheinlich jetzt noch tun werden. Sie haben. Okay, wir versuchen jetzt hier unten das nochmal, aber fehlt halt natürlich krass der Damage. Bristleback ist jetzt ein Fisch unter dem Tower, das könnte was sein. Besonders ist da der Finger drauf. Das ist also noch, sollte es nicht machen, erst von vorne. Dann, ja, und drumherum. Und Finger von vorne rein. Schön executed hier auf jeden Fall von Bone Doctors. Und Mech am Ende. Und einen schönen Kill darauf. Meanwhile, Scarith Mage tötet hier einen Silencer. Ich wusste, dass das oben irgendwas passiert, aber hier unten war halt gerade so ein bisschen tatsächlich interessanter. Hier sieht den Bristleback halt wie so ein Mob-Boss halt langsam gekitet haben. Und dann von vorne den Finger voll ins Gesicht reinzubringen. War sehr, sehr, sehr schön executed. Aber na gut. Oben ist vielleicht auch was Schönes passiert. Mal gucken. Ja. Wir sehen hier, dass es gegoat wird. Weil gegoat wird, das TP kommt. Ja, das TP kommt jetzt rein. Und das Garrett Mage hat eine Invis-Rune. Das heißt, er wollte hier TP. Er wird instant umgebracht. Jetzt TP der Rubik, okay. Und wir gehen wieder live. Nichts. Das ist nicht live, das ist. Oh shit, go live. Da, falscher Knopf. Goddammit. Okay, nichts passiert. Okay, ja, sie haben den Bottom Tower. Ja, auch schon vorher tot. Hier haben ein bisschen Pressure drauf gemacht. Nichts passiert.
Ja, ich wollte nur sagen, warum geht's immer 10 Sekunden zurück? Hm, vielleicht war das der Knopf fürs für 10 Sekunden zurückgehen, ja. Wer hätte das gedacht? Okay, Monkeys müssten ein bisschen farmen. Ja, es ist halt schwierig. Bondoktors haben Slack Game auch in der Hand und werden nicht schlechter. Das muss man auf jeden Fall sagen. Zalok auf dem Silencer hat Old Argenems, das ist ein Casual Oblivion Stuff. Das ist ein relativ cooler Item-Build, weil der Oblivion Stuff bringt halt irgendwie den Attack Speed und den Damage, um Last Hit und außerdem die Mana-Regeneration, um halt irgendwie den Sustain zu haben. Und man kann nachher in Refresher Orb umbauen, von daher ist es auf jeden Fall eine gute Chance. Bismack versucht es jetzt nochmal. Allerdings. Ja, ein Hit, mehr sollte er nicht darauf bekommen. Allerdings hat er jetzt genug Bristleback-Stacks, um da wegzukommen. Wurde beinahe von der Rotation doch überrannt. Allerdings hat Rubick hier den Weg hier unten rum, glaube ich, genommen. Und hat ihn deshalb halt nicht wie oben rum getroffen. Mid Tower soll aber jetzt fallen von Monkeys. Miranda ist relativ. Oh, schön. Muss er dann noch Akku toggeln. Fing of Death war auf Cooldown. Schon Level 1 und der Level 2, 10 Sekunden. Arrow missed. Allerdings hätte es sowieso kein Follow-up gegeben. Ja, Finger ist gleich auf Cooldown. Das könnte relativ übel werden hier. Da, Kronen auf einen, das ist auch auf jeden Fall. Na ja, doch, Scarif Mate ist drin. Allerdings haben sie natürlich kein Damage von Bristle weg. Daher wird wahrscheinlich Monkeys jetzt bald reinkommen. Sentry Wards stehen, das stimmt schon. Rick baitet jetzt hier ein bisschen. Das hat natürlich die Load. Allerdings, upsala, okay, sie können den Damage splitten. Von daher, Rubik stirbt hätte ich Assassinate. Ich gucke eigentlich auf den Lion, der diesen Finger hat und sie unbedingt benutzen will. Allerdings sollte er langsam hier einfach also auf Miranda schießen. Ups, oder er snappt sich halt für den Scarif Mage. Auch eine gute Idee. Schön, schöner Dodge von ihm auch. Bristleback hat ständig die Stunts, aber den wollen sie halt nicht. Kriegen sie auch nicht. Und der Sniper steht halt mittlerweile auf dem Highground und schießt ohne Probleme da rein. Und das ist genau das, was das Lineup von Monkeys halt auch sein soll. Das sieht man hier ganz gut, wie es funktioniert. Ist halt nur die Frage. Das lag halt nur daran, dass die Chrono gefailt war. Wenn das nicht passiert, könnte das relativ schnell schwierig werden. Denn auch wenn die Chrono zum quasi zum Gap-Closing hier führen könnte, dass man jetzt sagen würde, die Chrono ist hier platziert und Faces Vault benutzt halt einfach, um schnell die Chrono hier zum Sniper zu kommen. Wäre auch schon sinnvoll. Besonders weil Lion halt auch eine relativ hohe Reichweite hat und da auch drumherum käme. Und mit dem Global Silence könnten sie tatsächlich dagegen nichts tun, weil sie haben keinen Right-Click, wenn der Bristleback in der Chrono hat und der Faces Vault auf den Sniper basht. In der Hoffnung, viele Timeblocks zu bekommen. Könnte das tatsächlich sogar funktionieren, das einfach nur als Gap Closer zu benutzen. Aber naja. Ups. Ja, das war nichts. Faces Vault hätte gerade seine Chrono wiederbekommen. Wahrscheinlich hat da Sniper nicht damit gerechnet, beziehungsweise hat es nicht so ganz in seine Gleichung einbezogen, dass da eine Chrono relativ schnell auch sein Shadow Blade außer Gefecht setzen kann. Und natürlich kam dann auch von fünf Leuten, kam halt genau der ihn hätte töten können. Genau um die Ecke. Klar. Ein bisschen Pech hier für Monkeys. Dewarded wird hier, ja, der Ward ist gerade so in Reichweite. Aber natürlich ist es halt der richtige Ward hier, um hier und hier zu dewarden. Arrow fischt, aber trifft nicht. Hat hier schön Arrow bis gestohlen. Der natürlich wahrscheinlich direkt wohl die Miranda. Ist geslowt, aber nicht so weit geslowt, dass es hier getroffen hatte. Beziehungsweise war zu weit geslowt, um da reinzulaufen. Okay, der Ward hat hier gesehen, dass Moonlight Shadow angemacht wurde. Außerdem haben sie das Wards, von daher. Zack! Oh, die Miranda stirbt. Und Moonlight Shadow gestorben und direkt geturnt. Schön gemacht, allerdings hat ihr beide Seiten diese Sentries. Ja, schön gemacht. Da müssen wir natürlich auf Assassin aufpassen. Allerdings sollte er das nicht tun, weil er dafür stirbt. Okay, ich hätte Blade benutzt. Schön gemacht hier. Ich versuche nicht Sentry auszusetzen. Allerdings turnen das jetzt Monkeys ziemlich hart. Fiendscript auf die Viper, sehr schön gemacht hier. Und Chris Beck sollte jetzt hier hingehen.
Schöner Stun auf 2 könnte eventuell dafür sorgen, dass sie da wegkommen. Nein, sollten wegen dem Sniper dann nicht wegkommen. Okay, die müssen wir dann verteidigen. Chasen. Und damit auf jeden Fall den Kill. Der muss jetzt hier aufpassen. Der Lion könnte aber eventuell den Sniper noch killen, wenn er da nicht aufpasst. Nein, hat schon Ding, Digga. Auch sehr schön. Aber hier wunderbar das gemacht eigentlich. Ja, der Lineup hat wunderbar funktioniert. Hier im Bristleback die ganze Zeit drin war und einen Quizbase gemacht hatte. Die Viper kam halt hoch, wurde instant gefeenscriptet hier und Sniper stand halt die ganze Zeit hier und hat geschossen. Wurde schon gemacht. Aber der Void war natürlich auch nicht da. Und der Rubik hat sich dann doch ein bisschen. Aber wenn immer Assassin hat, was Low Supports snipen kann. Von daher. Ja. Außerdem ein schönes Ward Placement von beiden Seiten hier. Und im Laufe dieses Teamfelds sind irgendwie 3-4 Wards kaputt gegangen, die da irgendwo hier rum platziert waren. Nun gut, Monkeys holen ein bisschen auf. Last Hits sieht tatsächlich ein bisschen in Favor of Bond Doctors aus, weil sie haben einen ihren Farmer, den Silencer, der wesentlich mehr farmt. Die Mirana ist halt quasi gar nicht auf dem Board. Ist noch hinter dem Offlaner. Ja, fast Offlaner. Von haben auf jeden Fall alle drei Helden sind weiter vorne als die Mirana. Im Networth sieht das tatsächlich ähnlich aus. Der Carry von Monkeys ist hier in fünfter Position. Das ist natürlich nicht so gut. Naja. Auch von den Leveln her krasse Scheiße. Die sind relativ unterlevelt und auch wenn die Carry Mirana niedrigeres Level ist als der Support Skyrath Mage, ist das natürlich auch ein Problem. Wahrscheinlich haben wir diese Transitions. Ja, Mestrum ist hier fertig. Auf jeden Fall. Ja, fast fertig. 500 Gold fehlen noch. Aber der Skyrath Mage hat ja doch relativ viel Farm, von daher haben sie da quasi im Geiste schon ein bisschen transitioned, haben gesagt, okay, die sind irgendwie beide auf der 3 Position oder sowas. Auf jeden Fall, das ist keine Farm der Mirana mehr. Von daher könnte man sagen, dass Bondoctors auf jeden Fall das geschafft haben. Und damit hat sie. Oh, der Silencer fängt sich ein Arrow. Können sie da nicht hitten? Sind zu weit weg. Und da ist es schon wieder von zu weit aus, zudem muss sie da die Mirana aufpassen, dass sie dann nicht gecatcht wird. Garnims auf Viper ist auch schon fertig, von daher ist der Ulti gleich wieder ready. Allerdings, Monkeys wollen hier turnen und sind auf jeden Fall ready, das Ding zu trappen. Sehen allerdings jetzt auch hier, dass hier viele Leute sind. Ja, sehen hier alle, aber schöner Deny hier auf den Tower. Hat leider für die Bond Doctors gerade so gereicht, dass das ein easy Deny von den Monkeys war. Und Monkeys ziehen sich jetzt zurück, haben halt auch keinen Grund, irgendwo zusammen vorne rauszustehen und auch nur eine Krone zu riskieren. Kronen That Stage dürfte den Bone Doctors auf jeden Fall die restlichen Tower und auf jeden Fall den Vorteil im Spiel begönnen. Nehmen jetzt hier allerdings auch den Stack davon, von den Monkeys, ist auch relativ problematisch hier. Herr Watts dürfte sie auch dabei sehen. Nee, der geht nur hier raus. Stimmt, der geht nicht da rein. Aber spätestens jetzt sehen sie es daran. Ulti getriggert. Die Frage ist, ob sie das gesehen haben hier. Auf jeden Fall mit der Sentry hier haben sie das gesehen. Ich glaube, Silence geht an. Chrono auf die Mirana. Auf jeden Fall schön gemacht. Er wird hier tot. Nein, was? Oh, das ist so einer der Nachteile. Ja, mehr auf die Chrono ist nicht passiert. Der Faces Void, overcommitted ein bisschen irgendwo da hinten. Natürlich laufen sie, versuchen dann wieder den Bristleback tot zu bekommen, was sie nicht mal schaffen. Allerdings der Finger sorgt hier für einen relativ schnellen Kill auf den Sniper. Und jetzt können sie ja chasen mit der Viper. Woran sie mit der Viper natürlich super sind. Und kriegen bis auf den Bristleback tatsächlich jeden Kill. Für eine Sekunde sah es hier relativ gut aus. Sie haben die ganze Zeit den Bristleback gechased. Allerdings kam der Sniper ein bisschen zu weit vorne, wurde gefingert und damit hatten sie kein Damage mehr, mussten sie zurückziehen und die Viper hatte auf die restlichen zurückziehenden Leute dann relativ schnell aufgegessen. 23:13. Es lief nicht so gut und das, obwohl halt Festes Volt sich doch hier relativ weit overextended hat. Aber man hat auch den Damage auf die Mirana gesehen. Mit einer Master of Madness und einem Maelstrom war das relativ schnell ein Kill. Irgendwann müsste ich mal irgendwo auf Wikipedia und auf Wikibooks oder so nachlesen. Maelstrom, wie das in der nordischen Aussprache ist.
klar, in englischen Maelstrom ist das wahrscheinlich ein bisschen abgehackt. Aber ich meine, beim Mjolnir ist es ja auch, ja, Caster Street Credibility, zumindest die mythologischen Namen, dann quasi original aussprechen. Aber naja. Original im mythologischen Sinne, nicht original im Dota-Sinne. Keine Ahnung, was Icefrog sich dabei gedacht hatte. Ob er halt den Namen dachte, oder das richtig an die Wiki gedacht hat. Anyway, genug. Easy Kill auf den Sniper. Wurde gecatcht. Haben sie noch mit dem Wort gesehen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig gewesen wäre, die hier aus die Krone auszupacken. Da Lion halt auch einen Blink und Sentry Boss hatte, sollte er da und nicht wegkommen. Ist halt neben ihn gesprungen, hat er, glaube ich, den Slow auch auf ihn. Und ja, keine Ahnung. Aber so hoher Cooldown ist die Krone auch wieder nicht. Auf jeden Fall von. Jo, schön. Ne, der Error, ja, ich wollte schon sagen. Die Stun-Animation war halt genau über der Viper. Aber ich wollte schon sagen, da war noch ein Creep dazwischen, genau. Ja, was ich sagen wollte, schön vom Line hier, von den Supports von Born Doctors, dass sie halt auch konstant die Sentry Wars setzen, sodass sie auf gar keinen Fall überrascht werden können, wie letztes Mal von einem Bristleback, der halt mit reinläuft. Letztes Mal haben sie halt gesagt, okay, hier Bristleback läuft halt rein, wir lassen ihn reinlaufen, ziehen dann Global Silence und bursten den Bristleback. Hat nicht funktioniert. Aber immerhin. Das ist eine üble Kombo. Einfach das Viper Ulti auf einen Squishy Helden und dann warten, bis er down ist und einfach Finger drauf. Das funktioniert relativ gut. Und ist böse. Sehr, sehr böse. Arrow Fish trifft keinen. Und ja, konstant Bristleback vorne. Auf jeden Fall, Monkeys verlieren nicht irgendwie die Positioning und spielen immerhin weiterhin das Lineup so, wie sie es gedraftet haben. Mit dem Bristleback vorne. Hier fällt zumindest von dem Positioning her noch nichts auseinander. Klar, Bone Doctors sind relativ weit vorne. Aber ja, Monkeys sind noch im Spiel und auch psychologisch scheinen sie noch im Spiel zu sein. Weiterhin konstant wenige Fehler machen. Und sie fallen halt zu den Stärken des Bone Doctors Lineup. Was man auf jeden Fall Monkeys gut anrechnen kann. Dass sie da keine Fehler von ihrer Seite aus machen. Zumindest, ja, keine großen. Klar, das Problem ist halt, niedrige Positioning-Mistakes werden hier gepunished. Und ja, eine Chrono auf einen Squishy, der dann instant gebürstet wird und den Fight 4 gegen 5 mit einem Tank übrig lässt. Besonders halt, wenn es Mirana oder Sniper ist, die halt beide die Damage-Dealer auf der Seite von Monkeys sind, ist es halt blöd, wenn die gebürstet werden, weil dann ist der Teamfight fast verloren. Es ist aber auch nicht wirklich ein Fehler gewesen, weil, hey, ja, einspringen und eine Chrono auf einen machen. Schöner Arrow, der ist noch Mask of Madness. Ah, es ist jetzt leider down. Aber der. Er ist immer noch nicht tot. Was? Krasse Scheiße. Und jetzt. Oh, und der Turn wieder. Extrem knapp gewesen. Musste hier unbedingt wegspringen, genau, weil die Quills halt immer noch da sind. Immer noch trotzdem Silence brocken. Schön auf jeden Fall vom Faceless Void gemacht, dass er dann auch halt weggesprungen ist und halt nicht gesuicided hat, für den Damage zu machen, weil das wäre absolut nicht nötig gewesen. Rubik stirbt in den Hintergrund für den Sniper, der trotzdem genug Damage hatte. Klar, klar. Und GG, well played, wird hier geplayt, bevor der Sniper. Okay, ja. Mit dem Blink, nachdem Sniper gestorben ist. Viper Blink? Seriously? Okay. Ja. Das ist tatsächlich verdammt geil. Weil Bristleback ist vorne, an dem Bristleback kommt man eigentlich nicht vorbei, besonders das Viper. Und sie versuchen hier mit dem Bristleback ein bisschen zu kiten. Und Viper blinkt halt einfach in alle anderen rein und stellt sich dann so, nope, ihr kommt mir nicht weg. Weil das ist halt so das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Viper halt in einem drin ist und blinkt, ja, passiert das tatsächlich. Coole Item-Choice. Andererseits vielleicht auch einfach gesagt, ich will auch einen Blinkdagger haben und ich habe den Farm und keine Ahnung. Was soll ich sonst gehen? Schön gemacht. Ja. Monkeys sind, ja, von den Stärken von Bone Doctors Lineup, von schönen Chronos, die zwar meistens nur einen Helden getroffen haben, aber meistens den richtigen oder zumindest einen richtigen. Bis auf einmal in der Mitte. Und dann schön executed. Ich weiß nicht. Fast mit Draft gewonnen, würde ich sagen. Und sehr, sehr schön gespielt von Bone Doctors, aber sehr, sehr schön auch gespielt von den Monkeys. Und alles lief super. Gut.
Bin Sister Son, wie ihr auf meinem Kanal oder so sehen könnt, und auch rechts unten während dem Spiel an der Anzeige und jetzt auch oben an meinem Namen, weil gerade das Hauptgemenü offen ist. Und ja. Nächste Casts kommen bestimmt, das war Warn Doctors gegen die Warn Doctors gegen die Monkeys. Warn Doctors sind jetzt quasi im Spiel auf Position 1 und die Monkeys müssen zurück, dürften aber noch auf Platz 1 sein. Monkeys haben jetzt 4 zu, 6 zu 4, sind dadurch zurück auf den dritten Platz. Und die Bone Doctors sind jetzt auch auf dem dritten Platz, sind quasi even jetzt mit den Monkeys. Haben aber dadurch auf das nächste Spiel mit 6 zu 2 noch viele Chancen, die Bone Fletchers noch einzuholen. Aber das soll jetzt mit dem genug Gelaber gewesen sein. Tschüss, tschüss und viel Spaß noch.